Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Monty und ich stelle euch heute eine ARMA 3 Mod vor, nämlich die PLA Mod. Die kann man über den Workshop und übers Internet herunterladen. Beide Links findet ihr in der Videobeschreibung unten drin. Dann beginnen wir doch gleich mal. Vorab muss ich trotzdem noch sagen, die Boote zeige ich jetzt hier noch nicht. Hier gibt es auch Boote. Das zeige ich am Ende des Videos nochmal. Weil die relativ laut sind und das sonst meine Stimme übertönen würde. Man sieht hier schon, wir haben sehr viel Zeug. Wir haben Artillerie, Raketen, Flugzeuge, Panzer, Truppentransporte, eine riesige Auswahl aus Antiluft, viele Flugzeuge, sehr viele Helikopter, Autos, Lastwagen, alles Mögliche. Genau das schauen wir uns jetzt an, deswegen gehen wir gleich mal rein. Und ich spiele auf der Map Taunus. Da findet man auch eine Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Seht ihr eine deutsche Map, die an die Region des Taunus angelehnt ist. Hat ein halbes Jahr gebraucht, bis man sie gebaut hatte. Ist ungefähr 3 GB groß und hat 6 Millionen Objekte verbaut. Und ist 420 Quadratkilometer groß. So. Kommen wir doch gleich hier mal zur Infanterie. Die gibt es hier in drei Tarnungen. Einmal in der blauen Navy-Uniform, die auch hier die NATO-Truppen haben, die Woodland-Variante, also Waldkampf, und eben Desert. Die Infanterie der Chinesen ist wie die, ist das Konzept wie bei der deutschen Infanterie, bei der Bundeswehr, der Gruppenmodus. Das heißt 12 Leute, 2 6-Mann-Trupps, die dann zum Beispiel als Manövergruppe und Deckungsgruppe agieren können. Die Amerikaner haben ja ein 9-Mann-System und die Briten ein 8-Mann-System. Wir haben hier noch Combat Divers und eine normale Special-Einheit mit Schalldämpfern und ein Sniper. Die haben eben eine neue Underwater Rifle, sehr viel größere Treibladung, die dann eben unter Wasser noch wirken kann. Ja, sonst die QBZ und so weiter. Coole Sounds haben sie. Wir gucken nachher nochmal rein, was für Waffen denn diese Mod addet. So, dann fangen wir doch mit den Geschützen hier an. Mit den kleinen, aufstellbaren, statischen Geschützen. Dann einfach einen ganz normalen Mörser, mit dem schieße ich jetzt mal nicht. Ein sonderbares. Die ganzen Gewehre sehen bei den Chinesen so sonderbar aus. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Fehler, aber so sehen die in Wirklichkeit aus. Nehmen wir zwei Granatmaschinenwaffen und eben HMGs. An der Animation muss man natürlich noch arbeiten. Ich glaube, das ist die Standard-Animation. Aber wenn man die dann als Gegner benutzt für NATO, ist es ja nicht so wichtig, wie die Animation aussieht. Es soll ja nicht lange so stehen, wenn wir die Spieler von der NATO sind. Hier das Ganze auch in einer abgewandelten Form. Ich glaube, das ist die Animation des Dashcams. Diesmal funktioniert eben hier nicht so gut, weil die nicht so einen Griff hat. Vom Sound her finde ich Stimmigung gut. Ich weiß natürlich nicht, wie sie sich in echt anhört. Da haben wir hier zwei Granatmaschinenwaffen. Einmal die QLU-11. Okay, jetzt habe ich sie auseinandergebaut. Oh. Okay. Okay, jetzt steht sie hier hinten. Können wir hier reinsteigen? Ah, sieht nicht gut aus. Egal. Lassen wir das mal unbeantwortet. Hat hier auf jeden Fall ein Sichtgerät oben drauf und anscheinend ein Trommelmagazin an Granaten. Ja, die sieht so ähnlich aus. Die Frage ist, warum kann ich hier nicht zugreifen? Okay, da gucken wir gleich, dass wir im Editor vielleicht einmal reinstellen können, dass wir zumindest eine von den beiden ausprobieren können. Hier haben wir eben nochmal ein tiefes 50 Cal und hier eben eine Panzerabwehrrakete dürfte das ja sein. Ist das... Oh, ja,
ist. Das ist also drahtgelenkt. Okay, wir müssen händisch nachladen. Okay, wir können es hier auch nur demontieren. Kommen wir trotzdem nicht in die rein. Da gehen wir doch ganz kurz mal in den Editor. Aber man muss was machen. Vielleicht kann man da ja nicht normalerweise einsteigen. Und steigen mal in dieses futuristisch aussehende Teil ein. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Das ist ein Automatikgeschütz, wo der Bediener eine KI ist. Also, die Waffe dann vielleicht gegen Infanterie einzusetzen, ist dann vielleicht nicht die beste Idee. Außer man will vielleicht KI-Einheiten sparen, die man dann simulieren muss. Aber das kann ja schon richtig fies sein. Oder der Soldat ist einfach nur mega krass gerade im Boden drin. Okay, das ist ein 35mm Werfer. Sag ich jetzt einfach mal. Das lasse ich jetzt doch mal unbeantwortet. Okay, das war's mit den Geschützen. Gehen wir weiter zu den kleinen Fahrzeugen. Dann machen wir mit der einfachen Artillerie, der normalen Artillerie mit Granaten weiter. Dann haben wir hier einfach sowas wie ein Totgeschütz. Hier haben wir ein normales Geschütz. Kennt man aus der Generous und der Cupmod und so weiter. Können das dann eben hier einstellen. Und fliegen 400 Meter durch die Luft. Ich lasse es jetzt mal unbeantwortet. Ich würde sagen, das zeigt mir, die chinesische Industrie kann es nicht so mit europäischen aufnehmen. Ich hoffe jetzt, keiner fühlt sich hier beleidigt. Aber die Munition kam anscheinend trotzdem an. Hier neben eine Artillerie mit Amos-Mörs 155mm. Wie bei der Vanilla-Fassung, nur dass das hier ein bisschen cooler aussieht. Wahrscheinlich so wie die echte. Der Kommandant hat sein Richtzeug mit einem HMG. Also steht den Scorcher in nichts nach. Das MG hat Power. So. Wieder beim Schützensitz. Wir haben hier auch ganz normale Artilleriecomputer. Und auch hier wirft es uns ewig weit zurück. Also da sollte man da vielleicht noch dran arbeiten. Ich weiß nicht. Sollte vielleicht keine Infanterie mehr am schießenden Fahrzeug dieser Art stehen. Ja. Kommen wir weiter zur Antiluft. Also Antiluft hat hier echt ewig viel. Ich glaube 7 Fahrzeuge insgesamt. Ja, wie bei den Amerikanern. Ein Luftabwehrfahrzeug. Stellen wir auf der anderen Seite den Schützen ein, oder? Ach ja, okay. Okay, dann sind wir hier in der Kanzel drin. Ah, und ich sehe gerade, wir haben hier auch noch eine Maschinenkanone. Oh, sehr interessant. Das heißt, kann mit der wirken, oder eben mit... Man könnte natürlich auch, wenn man jetzt gerade keine Luftziele hat, das ganz feige und fies. Infanterie anwenden. Okay. Interesting. Erinnert mich an die amerikanische Avengers mit Stingers. Hier haben wir die dicken Raketen drauf. Okay, der Schütze ist also immer linksseitig. Boom.
Nice. Also ich glaube, wenn man die platziert und dann einen Chat drüber fliegt, dann kriegt man doch schon als Chatpilot richtig Schiss, wenn das so eine Rakete auf einen zufliegt. Ja, das erinnert mich an die deutschen Patriot-Werfer ein bisschen. Ist, glaube ich, aber. Ja. Doch. Genauso böse. Ach, das ist ein Vogel, und nicht meine Rakete. Finde ich aber super. Super gemacht. Also. Mit dem Strahl, mit den Flammen, die da rausschießen, also. Darauf stehe ich. Super inszeniert, super gemacht. Dann kommen wir hier zu einer weiteren, sehr komisch aussehenden HQL7 Launcher. Was ist denn das jetzt? Okay, hier drin sitzt man anscheinend. Warte mal, ist das für Anti-Luft? Ah, das ist gelenkt! Ja, geil! Das heißt, Batz! Gut, cool. Wissen wir das auch, dass es sowas gibt? Aber hat ein wahnsinnig dickes Kaliber. Machen wir hier doch gleich weiter. Das sieht mir aus wie so ein Geschütz, was auch gegen Artillerie wirken kann, also gegen feindliche Raketen. Und natürlich Infanterievernichter. Aber ich habe jetzt hier durch mein eigenes Fahrzeug durchgeschossen. Dann haben wir hier so ein typisches, erinnere mich irgendwie so an ein typisches Kalter Krieg-Fahrzeug. Wie das hier drüben, das sieht mir einfach aus wie der deutsche Gepard, mit dann wahrscheinlich noch 6 Raketen an den Seiten. PGZ-04 heißt dieses schicke Ding. Ah, okay, das sind also auch Missiles hier drüben. Okay. Die Feuerratte! Auf die Entfernung kann sich also jeder Helikopter und jedes Flugzeug verabschieden, wenn es da das einmal aufgefasst hat. Die ZSU ist da ja nichts dagegen. Oh, einen super Ausblick hat der Schütze. Also, ich hatte Spaß gerade in dem Fahrzeug, muss man ganz ehrlich sagen. Hier, fast gleich nach PGZ 0604. Weiß ich gerade nicht mehr. Habe ich schon wieder vergessen, verdammt. Ui! Super. Ja, und dann auch 35 mm wie beim Gepard. Da ist nichts mehr mit Cass auf deine Soldaten, wenn du das unter deinem Kommando hast als Führender.
ist, also dann der Kommandant. Hat auch Würmelbild. Also, ich würde sagen, auf die Reichweite von diesem Gefährt hier würde ich mich als Helikopter nicht reinwagen. Außer ich fliege natürlich unter dem Radar, mit dem ich sozusagen meinen Baum grenze. Aber welcher Pilot schafft es schon? Also muss man da schon gut dabei sein. Kommen wir hier zu Truppentransportern. Dann hätte man eigentlich gedacht, das könnte auch AA sein. Vielleicht ist es das auch. Aber es ist auf jeden Fall Truppentransporter. Sieht mir aus wie Anti-Panzer. Ist es nicht drahtgelenkt oder so? Okay. Kommandant kann eben ganz mal aufklären. Chalon Chassis! Interessant. Und hier hinten, wenn wir jetzt mal ganz kurz nach hinten im Preview machen, die gibt es ja auch im Battlefield 4. Als Truppentransporter. Dann kommen wir hier direkt zunächst. Die zwei sind baugleich hier nebeneinander. Nur in verschiedenen Ausführungen eben. Das hier dürfte für die Seestreitkräfte gebaut sein. Eine abnormale Feuerrate. Ohne Worte. Brutal. Also, ich vergleiche es mal mit dem LAV. Die beiden hier, da kommt es ungefähr hin, dass sie eine immens höhere Feuerrate haben, also das LIV der Amerikaner. Ich habe natürlich keine Ahnung. Ach hier, 30 mm. Okay. Die dürften dem LIV in Sachen Kampf überlegen sein, weil das LIV hat eine 25 mm Kanone. Das hat 30 mm Kanonen. Hat wie das LRW ausrüstbar von der MKS LRW 25 natürlich, auch AT. Und naja, eben, er hat halt Ketten, dieses Fahrzeug hier. Und das hier sieht mir genauso komisch aus. Es sieht aus wie eine dicke Kanone und ein überschweres MG auf einmal. Heißen tut das Teil ZBD 15 oder so. Puh. 100 mm Kanone, Panzer wahrscheinlich. Oh. Also, ich kann gegen alles vorgehen. Gegen dicke Panzer, gegen mittlere Panzer wahrscheinlich und gegen Infanterie. Ja, das kann böse sein, wenn man denkt, man spielt gegen, ja. Also wenn sich jetzt jemand nicht so mit der chinesischen Einheit auskennt, mit einem Clan sagt, ja, wir spielen heute gegen die Chinesen. Also kommt so ein paar T-28 Panzer um die Ecke, kommt sowas und nimmt einfach ein Fahrzeug nacheinander, einen kompletten ersten Panzer auseinander. Mann, ich spreche schon wieder so mega schnell und dann bla 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 bla. Dann kommt ein Fahrzeug um die Ecke, nimmt dir deinen Panzer weg, nimmt dir deinen Schützenpanzer weg und nimmt dich dann mit dem Geno unter Beschuss. Und dann, da hast du am Tag dann auch genug danach. Fühlt sich anders an als das Battlefield. Ja. Fühlt sich anders an. Und ist vor allem anders, als man gedacht hätte. Kann man allgemein über die chinesische Armee hier sagen. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber was ich bis jetzt gesehen habe. Hauer, hauer, ja. Das sieht mir so aus wie so ein Anti-Panzer-Fahrzeug, einfach für den Anti-Panzer-Einsatz. Und könnte natürlich auch provisorisch als Mörs eingesetzt werden. Und hat allerhand cooles Zeug in sich drin.
Komischerweise aber von NATO. Ja, das wär's mit meiner ersten Reihe. So, jetzt kommen wir hier zu etwas ganz, ganz Besonderem. Das kommt ganz am Ende. Das macht auf jeden Fall. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das macht Heidenspaß, mit dem Ding zu schießen. Gehen wir über zu den Flugzeugen, wo ich nachher auch mal ganz kurz damit fliegen werde. Zumindest mit diesem hübschen Flugzeug hier, das der Black Wasp sehr ähnlich sieht. Und eben diesem Flugzeug hier, das eben so schön mit vielen Bomben dabei hat. Und viele Bomben vor allem. Also es ist schon fast ein reiner Bomber gefühlt und hier haben wir halt das typische Abfangflugzeug. Dann kommen wir hinten zu der typischen Mi-8, haben wir hier rumstehen. Wir haben auch noch eine Drohne mit mehr Kampfstoffen drauf, als die Amis sich vorstellen können. Mit den Amis ja gerade mal 4 Hellfires an ihre Dinge ranpoppen. Ich sag's jetzt mal so, die Drohne hat anscheinend ein bisschen mehr. Dann haben wir hier einen bewaffneten Antipanzer Helikopter. Der Schütze hat hier eben auch so ein Laser-Erfassungszeug. Da tut sich viel, wenn man aussteigt. Und der Schütze sieht dann eben durch dieses Periskop hier oben raus. Dann haben wir die normale Mi 8, die Mi 14 dürfte das sein. Dann hier eine mit Gunship. Einfach hier mit dem typischen. Wie heißt denn das nochmal? Wie heißt denn nochmal das MG? Typ 88? Irgendwie sowas? Ja, ich glaube Typ 88. Mit ganz vielen ungelenkten Raketen. Hier so meiner Meinung nach so ein Tigerverschnitt. Wie die Deutschen wir ihn haben. Wenn es nicht sogar fast einer ist. Manager gefälscht. Und hier haben wir auch mit Antipanzer. Ja, scheint ein Antipanzer-Helikopter zu sein. Ist eben der Medivac. Deswegen ist er auch nicht bewaffnet. Und dann gucken wir doch mal. Da gehe ich jetzt wieder in den Editor. Gucken wir uns noch die zwei großen Flugzeuge an. Einmal ein Aufklärungsflugzeug mit Radarscheibe hier oben drauf. Wo man eben auch als Abspringflugzeug nehmen kann. Genau wie dieses hier. Da passt dann schon mal ein ganzer Zug rein. Das hier machen wir jetzt noch kurz. Oder was heißt kurz? Das ist nämlich umwerfend. Das zoomen wir uns doch kurz nochmal das MG raus, damit ich auch weiß, wie das denn genannt wird bei den Chinesen. Fehler von mir, jetzt habe ich vergessen, den auf Spieler zu stellen. Jetzt müssen wir wieder laden. Entschuldigen Sie bitte diese kleinen Verzögerungen, in Kürze wird es fortgesetzt. Drei Stunden später. Wahrscheinlich heißt QJY einfach Typ 88. Ist also böse. Kommen wir doch zu diesen Einschüssigen hier. Also man könnte sagen, Einschüssig, das hat ja wahrscheinlich nicht so viel Power wie jetzt die Marskörper von der NATO. Aber ich kann euch versichern, es lohnt sich zu warten auf den Einschlag. Und wir werden heute zweimal damit schießen. Einmal mit dem HE. Und am Ende habe ich noch was Besonderes für euch. So.
Jetzt machen wir mal den Dinger scharf. Und sagen wir einfach mal, hier in Bad Homburg, hier außen, da ist eine feindliche Stellung. Jetzt haben wir 42 Sekunden, bis die Sache steigt. Wir können ganz normal aussteigen. Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Plätze ein. Die Vorstellung beginnt in Kürze. Während dieser Zeit blenden wir kurz Werbung ein. Werbung Ende. Und tschüss. Da hinten hat man es hier gerade einschlagen sehen. Ja, ich weiß, es ist nicht vielleicht der besonderste Einschlag gewesen, den wir gesehen haben. Vielleicht machen wir es ja nachher gleich nochmal, deswegen habe ich gleich zwei hingestellt. Dann schauen wir uns kurz die Boote an. Die gibt es nämlich auch noch. Und dann zeige ich euch nochmal kurz was, wo man dann vielleicht auch den Einschlag sieht. Boote, Boote, Boote. Boote, 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 Boote. Boote. Boote, Boote. Das ist eben ein Katamaran. Ja, warte mal, das andere war ein Katamaran. Das ist jetzt ein Hovercraft. Landingcraft. Weil ja massenhaft Personen und Fahrzeuge an Land bekommen können. Reicht eben. Da reicht eben eins dieser Fahrzeuge. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen reinschreien, schon fast, dass man mich überhaupt noch hört. Wo ist denn meine Waffe? Hier außen. Okay, es gibt anscheinend Emergency Rafts. Hier kann man also Fahrzeuge einstellen. Und Personen. Ich werde jetzt mal versuchen, als Fahrer hier einzusteigen und versuchen, ob das auch auf Land funktioniert. Weil da nämlich dann so einen Strand hochfahren könnte und dann so eine Verteidigungsmission, ja, verteidigen Sie den Strand, bla bla, schickt mir erst so zwei Infanterieboote, lässt sie ein bisschen kochen, ein bisschen lausig werden und dann bam, schickt mir zwei von denen.
Okay, funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber natürlich, wir sind ein Land, wahrscheinlich funktioniert es nur auf Wasser. Junge, ein ähnliches Boot mit Mörserflugkörpern an die Seiten hin. Vorher schon etwas ausprobiert, hier ein Hauptgeschütz. Das war es eigentlich größtenteils. Seit ein Katamaran. Dann kommen wir jetzt zur Sondervorstellung, meine Damen und Herren. Nämlich zur Fliegerschau. Und danach schauen wir nach diesem schicken Gefährten hier. Also es lohnt sich noch zu warten. Könnte sagen, na, der will einfach nur sein, ey. Mir ist es doch gleich Watchtime hochtreiben. Nee, will ich nicht. Ich könnte sonst einfach durchskippen. Ich werde dieses Flugzeug vielleicht so 2-3 Minuten fliegen. Dann könnt ihr einfach 6 Minuten nach vorne skippen. Dann kommt er wahrscheinlich zu dem, was ich euch noch unbedingt zeigen will. Nämlich den Bildschirm. Ach komm. Oh, wow. Wir können die Pylonen einstellen. Uiuiuiui, das lässt ja ganz. Jetzt müsst ihr nur wissen, was das für einzelne Sachen denn sind. Das sieht auf jeden Fall alles aus wie so Luftkampfwaffen. Ah, das muss doch was Dickes sein. Fliegt man mal doch mal mit der Ausführung hier. Also, Pyloneneinstellung finde ich immer cool, wenn man so ein bisschen auswählen kann. Jetzt müsste man halt nur wissen, was das für Zeug ist, wenn es halt, wenn wir sagen, hier in Deutschland wissen so Leute, die so in Armor unterwegs sind, auf Glanz mehr über amerikanische Flugzeuge Bescheid als über chinesische Kampfjets. Juhu, ist der schnell! Was ist denn das? Mach 8 oder was? Okay. Schöne Bomben. Bin ich schneller wie meine Raketen? Mal sehen, was wir aus dem Ding maximal rausholen können, würde ich sagen. Innenraum nicht schlecht animiert. Drücken jetzt hier mal auf Vollgas. Also wenn jemand einen Kunstmann überfliegen will, habt ihr hier das Flugzeug dazu. Und man kommt den Boden so brutal schnell nahe, dass ich das nicht mehr packen werde. Bam. Aber 1000 Kilometer die Stunde, das hat Stiel durch die Luft. Dann wollten wir noch das hier ausprobieren, ohne dass ich euch jetzt anfange zu langweilen. Ich glaube, meine jetzt gerade gemachten Erfahrungen sollte ich vielleicht direkt am Anfang hochziehen. Ich bin schon ein bisschen müde, deswegen verzeiht bitte dieses Schnäfen oder Schnaufen ins Video. Das hier sieht mir eben aus wie ein Bomber.
Entschuldigung, dass der Fahrer jetzt oder der Flieger jetzt so leise ist. Man sollte mich natürlich auch noch hören. Schon los, Schatzi! Das müsste mal regnen, oder? Wendigkeit unbeschreiblich. Also. Das ist es, ein Kampfbomber ist. Luftkämpfe sind doch schon gut drin. Und wir haben eben eine schöne Bordwaffe. Um eben wieder um Bodenziel oder Luftziel zu bekämpfen. Dann war's das jetzt mit den Flugzeugen. Und dann zum Abschluss würde ich sagen, wir lassen es nochmal richtig krachen. Schicken mal direkt vor unsere Einheiten so eine kleine Bombe. Damit wir vielleicht nochmal sehen, was denn da jetzt genau passieren wird. Und ich merke gerade, ich bin in beiden Flugzeugen vielleicht 3 Minuten drin gesessen zusammen. Ja. Also ziemlich genau das, was ich mir gedacht habe. Dann bereiten wir doch gleich mal hier unsere Einheit vor. So schöne dicke Rakete. Und ja, in diesem Spiel gibt es einen nuklearen Erstschlagraketenfahrzeug. 5 Kilotonnen wiegt der Sprengkopf. Und mal sehen, ob wir jetzt dann den Einschlag in Bad Homburg sehen. Wir müssen natürlich wieder 42 Sekunden warten, weil die erst nach oben geschossen wird. Und das gibt uns vielleicht Zeit. Wenn wir auf den Einschlag warten, direkt die nächste vorzubereiten. Boom. Willkommen bei der nuklearen Erstschlagkatastrophe. Und direkt wurde direkt zum Anfang des Nuklearkrieges sehen wir hier neueste Nachrichtenbilder. Wurde direkt eine deutsche Stadt zerstört. Willkommen im atomaren Fallout in Deutschland. Naja, und da schlägt die zweite ein. Na, ist gerade nicht so cooles Wetter. Atompilz. Sieht ein bisschen von der Beleuchtung her aus wie Arma 2. Ja, Radioaktivität ist hier ein bisschen höher. Ich kann mir nicht vorstellen, warum die Radioaktivität hier plötzlich so groß sein soll. Und mit diesem bombastischen Abschluss hier. Ich hätte es gern gesehen, was passiert, wenn man von der radioaktiven Strahlen zu lange bleiben wird und man dann irgendwann abkratzt. Aber darauf habe ich jetzt nicht Lust zu warten. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ah, man kriegt Schaden, okay.
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Bitte, ich sage jetzt nicht Like und Subscribe. Ups, jetzt habe ich es doch gesagt. Brauche ich nämlich nicht. Ich will eigentlich nur die Kommentare, vielleicht ein, zwei Kommentare. Ich habe es bis zum Ende geschaut. Und wie ihr es fandet, was ich besser machen kann. Das mit dem Mikrofon, das weiß ich schon. Da danke ich dem, der mir das beim letzten Mal gesagt hat. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Ich war der Monty und das war die PLA-Mod. Alle Links in der Videobeschreibung und auf Wiedersehen.